Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 17. Ja, man merkt es schon, leider kalt heute. Moin Junge, zwar 0 Grad, aber ich bin immer noch, oh, was weiß ich, gewöhnt. Naja, wie sieht das denn hier aus? Oh Mann, ey. Ja, immer einmal feiern und, oh Gott, Herr Faraday, die Alten. Ja, Herr Lichter wieder da oben, ne? Jo. Naja. Was soll's? Ich habe um 11 Uhr, also zwischen halb 10, ja, also zwischen halb 11 und 11 habe ich einen Termin. Ja, beim Schlachter. 40 Mastschweine kommen weg. Ja, ich habe mir beim Pferdehof den Anhänger wieder geholt. Gestern Abend vor der Kirmes nur alles. Naja, Kirmes kann man es nicht nennen, aber. Naja. War keine Kölle, es war eine Feier. Ja, und haben mir den Anhänger noch geholt und jetzt ja schnell noch die Schweine wegfahren, damit wieder ein bisschen Kapital reinkommt, ne? Ja, ist Winter. Ja, da ist richtig kalt draußen, aber naja, läuft, ne? Muss aufpassen, ihr könnt es glatt sein, schön langsam. Geräumt wurde auch noch nicht, immer hier nur so Ecken. Das waren aber Windverwehungen. Ja, die Straßen sind geräumt, mehr nicht. Naja. Jetzt wäre richtig geil, Junge, wenn. Oh, jetzt wäre es geil, wenn hier richtige Schneespuren drin wären. Oh, cool. Aber naja, ist nochmal nett. So, blinke rechts. Kurven darf man nicht zunehmen. Ja, hier kannst du Gas geben. Das ist eine trockene Straße. Im Winter ist ja alles trocken. Hier kannst du Gas geben. Die ist gestreut. Hier ist nicht mehr glatt. Das siehst du genau, dass sie nicht mehr glatt ist. So, aber hier wird er langsam. Da könnte so Eis drin sein. Na, Nachbar. Du, alle. Anscheiße. Ne, die Wäsche über Nacht dann noch schön hingemacht. Nun ist die Unterhose wieder nass. Naja. Aber Clotilde, seine Frau, die kann das anziehen, die merkt das sowieso nicht, die pisst ja da eh rein. Naja. Ah ja, hier. Warum? Hier ist jetzt Verwehung, oder was? Oh, da drüben wird auch wieder nichts. Mensch, ich muss echt mal streuen hier. Naja. Hoffentlich kriege ich gleich Skatter auf. Naja, wer Raucher ist, einfach das Feuerzeug dran halten. Und dann gilt. Naja. Gut. So. Ah, hier, das ist ein schöner Anblick hier. Oh. Was haben die denn hier die Tore aufgelassen? Fräulein Meier. Also, nee, Anneliese, die war ja hier hinten. Was steht der da draußen? Oh. Nee, der stand schon lange draußen. Ja. Da stehen die zwei Schlepper. Die haben da Winterschlaf. Naja. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht in ihren Hütten sind, aber egal. Ja, da steht der. Oh, ja, der da die Scheibe. Gerd, warum hast du die Scheibe aufgelassen? Oh Mann. Hoffentlich friert er nicht ein. So. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir hier hinkriegen. Neun Stück. Ja. Ich mache immer bis 100, da haben wir dann eine gute Rate. Irgendwas mit 12 Stunden oder so. Das ist ja, das reicht ja. Und dann fahre ich jetzt immer ein paar weg, weil wir müssen ja mal Geld verdienen damit. Ups, wir legen ja alles nur drauf auf das Schweinegeschäft im Moment. Wir haben noch nie was verkauft. Das sind die ersten. Bin mal gespannt, was er sagt. Die sind auch noch nicht so alt. 140 Kilo wiegen sie so, damit sie dann ungefähr 120 ausgeschlachtet wiegen. Dann will er sie haben. Ja, hier war ja eben, das kann ich ein bisschen Gas geben. Weil er wollte eigentlich um 11 anfangen zu schlachten.
Und ich bin schon, ja, da kann er sich gleich umziehen zum Schlachten. Dann bringe ich schnell hier ein paar noch weg. Und dann ist gut. Die kommen gleich in eine Wurst. Also besser gesagt, nicht ganz. Die gehen halt jetzt hier. Er macht halt dann Hälften raus. Und dann die Hälften werden dann. Ja, geht. Die Hälften, die werden dann halt. Die kommen dann. Er hat einen großen Autoanhänger hinten dran. Zwei Achser hoch. Der hat eine eingebaute Kühlung. Und der hat auch. Dann hat es halt zu haken und dann werden die dann jeweils die Schweinehälften reingehangen sozusagen. Ja, und die verkauft er dann weiter. Das kriegt dann jetzt hier dann zum Beispiel irgendwie eine Fleischerei im Edeka und die machen das dann kurz. Ach nee, kein Getreide heute abladen. Heute geht's bei Schweinejürgen. Ja, oder Jürgen macht das hier. Wo ist denn hier die Träger? Bisschen zurück. Ach, hier in das Tor Wollesseram, hat er gesagt. Oh, so viel Kohle gibt's aber nicht dafür. Warte mal. Ja, doch, das lohnt sich. Also, es geht. Naja. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gedacht. Naja. Egal. Ja, ich müsste jetzt halt niedrigere Tierpreise rausnehmen, aber das ist schon normal, dass da 2,4 rauskommt. Das ist auch echt so. Für drei sind es um die 7, 6, 700. Ist sogar noch ein bisschen mehr, wie du in echt rauskriegen würdest. Von daher passt. Ja, der Anhänger wird noch 40 zugelassen. Da kann ich schön mit Gas geben. Das passt zu Jani hier. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Der war ja mal kalt. Ist jetzt erstmal, naja. Gut, da runter haben wir ja eh nicht Gas gegeben. Ja, Junge, wie soll das jetzt? Nicht so schade. Ja, so geht's. Aber wenn es hier glatt ist, dann ist der Zaun von Tannemeier ab. Tönne Meier, was sind denn da deine Blumen da draußen? Mann, Mann, Mann. Die denken alle immer noch, wer 35 Grad draußen. Naja, was soll's. Aber wie gesagt, ist erst alles festgewühlt, hilft nur noch Holz, Luft gekühlt. Ja. So, und die nächste Fuhre. Ja, der Eber war fleißig. Oder der ist fleißig. Wir kriegen ja oft hier wieder welche. Ein Schwung. Acht Tiere. Eigentlich sind ja so normalerweise 12, aber durch die Freilandhaltung. Und den Kram bin ich halt auch froh, dass die erstmal 8 macht, das sind auch dann 8 von einer Rasse hier, die sind auch schon ziemlich, die sind auch ein bisschen größer dann schon, wenn sie rauskommen.
So, dann fahre ich gleich noch eine oder ja, mal gucken, weiß auch nicht. Ja, da ist der Nachbarsjunge, wieder der Zaun. Ja, ich habe gesagt, Nachbarsjunge, der ist da von hinten. Das ist von Heinrich Jakob, der Sohn, falls ihr das genau wissen wollt. Der wollte ja auch ein bisschen was mit der Landwirtschaft jetzt noch machen, weil der Heinrich kann ja nicht und dann kann er mir ein bisschen helfen. Und ja, da hat er ein Brett und dann treibt er die mir schnell rein. Er sieht genau da vorne, wenn ich komme, klack, sucht er die sich schon zusammen. Ich habe ihm genau gestern, also davor, bevor ich den Anhänger geholt habe, mich dran gesetzt. Die haben ja auch alle im Ohr keine Marke, aber das ist wie so ein Kreis und da steht dann die Nummer drauf. Habe ich dann aufgeschrieben auf dem Zettel, die. Und ja, dann treibt er die alle zusammen und dann da rein. Die haben wir jetzt aus dem Maststall da rüber geholt, dabei sah es schön auch verladen. Dann da drüben haben wir sie dann so mit dem Brett dann rüber getrieben. Und dann in das Gehege rein und dann. Ja, ich hätte gedacht, es wäre schon schöner gewesen. Das wird nichts. Hoffentlich liegt hier nichts. Und hoffentlich ist hier der Gra kein Graben, weil sonst sitzen wir bei Schnee. Jetzt geht's. Ja. Naja. Ja, haben wir so halt schnell rüber gemacht mit dem Brett. Also, naja, nein. Ich hatte so einen kleinen Anhänger, wo dann immer nur 4-5 Stück reinpasst und dann halt rückwärts dahin, weil wenn ich ehrlich bin, wir haben uns schon mit dem Zaun abgetrennt, dass die nur vorne drin sind und ist fertig, das haben wir auch gestern Abend davor noch gemacht. Aber er hat trotzdem die Liste dann nochmal, um dann abzuchecken, welche er dann haben muss. So. Ach, aber 2,5 ist doch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wenn ich überlege, wie viel wir da, das sind ja schon wieder jetzt insgesamt 5.000 Euro nur durch diese paar Schweine da, das ist geil. Das lohnt sich. Die Preise sind ganz gut, sind mehr wie 1,37 pro Kilo, glaube ich. Weiß ich nicht, ich habe gar keinen Bock auszurechnen. Wäre ja ganz einfach. Du rechnest einfach, du hast ja das Schwein, hast du ja 120 Kilo ausgeschlachtet, sagen wir. Dann kriegst du 1,37, also du weißt ja nicht, wie viele kriegst. Ja, und dann rechnest du einfach das aus, das ist ganz einfach. Hier kann ich jetzt schon Gas geben. Ich weiß, hier ist nichts. Oh. Wer denn hier die Stoppel noch stehen lassen vom Mais? Naja. Du rechnest, habe ich jetzt gerade mal. Du rechnest die 2,4. Also, sagen wir 2,5. Also 2.500 Euro geteilt durch die neuen Schweine. Da weißt du was. Da weißt du, was du kriegst für ein Schwein und das dann geteilt durch 120. Hast du ja eine Kiloanzahl, die du ausgeschlachtet hast, halt dann dafür kriegst du mal, weißt du, wie viel es gibt pro Kilo. Ich habe gerade keinen Taschenrechner, deswegen habe ich auch keinen Bock, auf den Kopf zu rechnen. So, gucken, wie viel er da noch stehen hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr, das war gestern Abend schon ein bisschen mehr. Und ja, da habe ich vergessen, wie viel wir jetzt hier haben. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen neben der Sache und fahre ein bisschen schnell, weil ich fertig werden will. Ich will wieder in Silber. Naja. So. Zack. Aber nach der Zeit wird man ja hier
Ja, ein bisschen mehr. Also nicht ein bisschen mehr, da wird man ein bisschen wacher. So. Also noch eine Fuhre und dann noch eine halbe. Dann sind wir wieder bei 100. Genau. Also was dann insgesamt am Maschwein wir noch haben drin. Die anderen, die sind halt noch nicht so weit. Die sind dann erst 90 Kilo ausgeschlachtet oder 100 Kilo oder 110. Die nächsten müssten jetzt 100, nee, 110, nicht 105 oder so haben. Die kommen dann auch wieder in 3-4 Wochen dran. Wenn wir jetzt nämlich nicht jeder 3-4 Wochen Schweine verkaufen, dann lohnt sich's ja auch. Da kriegen wir gute Kohle und können uns wieder schön Feld kaufen. Wir haben ja jetzt auch gut Zeug da rein investiert sozusagen. Es ist ja auch immer viel Mühe, die groß zu kriegen und zu machen. Aber ist ja in Ordnung so. Ja, die Spiegel sind auch nach dem Mond eingestellt. Naja, liebe Leute, aber gut, das ist schön, dass ihr zugeguckt habt bei dieser chaotischen Folge heute. Naja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Janni. Ciao.